Oui, la tête. Jan Heiß. Ist noch weit. Heidi, bist ganz auf. Und die dort. Und ich. Ist das Göffli von deiner Schwester selig? Ja. Komm, Heidi, wir müssen weiter. Du bist gross geworden. Hm. Schmitten. Ich bringe sie zu ihrem Großvater. Zum Alfred? Um Gottes Willen. Dort. Der ist ein gottloser Menschenhass. Man sagt, er hätte dort oben sogar zu reden verlernt. Und soll ich sie ins Heim gehen? Oder jemand nach einem fremden Bauer? Du weißt doch auch, niemand will ein zusätzliches Maul stopfen. Vielleicht wäre sie sogar besser aufgehoben bei Fremden. Er hat sich mit seinem eigenen Sohn verstritten. Gott hab ihn selig. Und mit dem Göfli wird er sicher jetzt auch nichts zu tun haben. Hallo, Grossvater. Und die Alpöi. Das ist Heidi. Eures Grosskind. Ich habe eine Anstellung in Frankfurt gefunden. Und darum bringe ich sie jetzt zu euch. Es ist ja schließlich eures eigenes Fleisch und Blut. Verschwind samt dem Kind. Öhi, 5 Jahre lang habe ich ihr gut geschaut. Aber jetzt geht's einfach nicht mehr. Mach das, der Falkos! Komm, Heidi.
Heidi, los mal. Du musst keine Angst haben. Der Öl, der macht dir sicher nichts. So, und jetzt Gang. Gang! Gott vergib mir. Aber sie will mich doch auch nicht. Großvater? Großvater? Morgen, Trink. Danke. Ich bringe dich zum Pfarrer. Wer weiß denn, wo er mit dir? Das Kind ist kräftig. Gesund. Dem ist nicht viel Arbeit. In mir kann es nicht bleiben. Also gut. Drei Tage kann ich aber nach Meierfeld, da kann ich halt schauen, ob ein Pursi brauchen kann. Sonst muss ich ins Heim. Aber bis dahin muss ich bei dir bleiben. Ich bringe sie dann ab. Was wäre denn deine Christenpflicht, zu deinem Großkind zu schauen?
Großvater. Soll ich heute Nacht wieder im Stall schlafen? Schlafen du willst. Du hast ja nur einen Stuhl. Und hast nur ein Bett. Was ist da oben? Großvater, ich will lieber nicht ins Heim. Guten Morgen, Großvater! Bring deine Milch. Wartet doch! Guten Morgen, Geisse! Kommt noch Anna, Geisser General. Du nimmst das Mädchen heute mit auf die Alp. Ich weiß nicht, wie sie in den Bergen ist. Hoi, heißt der Heidi. Du. Peter, wohnst du jetzt bei dem? Ja, ist mein Großvater, weißt du? Dein Großvater? Und warum wohnst du nicht bei Vater und Mutter? Weil sie tot sind. Mein Vater ist auch tot. Weißt du, bis jetzt habe ich bei Tante Teta in Bad Ragaz gewohnt. Dort musste ich den ganzen Tag an drin sitzen. Aber da gefällt es mir viel besser, weil ich ausgekommen bin. Hey, bleib bei mir! Ja, ja! Ja, Häppeli. Zeigst du mir dann mal, wie man das Feuer macht? Ja, ja. Du, Peter? Hm? Hast du für meinen Käse und meinen Möckli gegessen? Wer, ich? Nein, das bin ich nicht gewesen. Aber wer denn sonst? Weiß ich doch nicht. Vielleicht der Geiss? Ein Geiss. Bleib da! Zeig dir, das ist der Finger! Komm weg! Komm weg! Halt dich!
sitzen bleiben. Vergessen Sie nicht so hauen, sie streiten ja gerne. Sie müssen bestraft werden. Wenn sie immer streiten, dann geben sie weniger Milch. Vergessen Sie nicht so hauen, sie streiten ja gerne. Hälfte. Jeden Tag. Aber du darfst nie mit Geissen hauen. Sprichst du mir's? Jeden Tag. Die Hälfte. Du Heidi? Ja? Du musst mir ja nicht sagen, dass du das Essen mit mir teilst. Ich sage nichts. Im Dorf sagen sie eben, er habe mal einen umgebracht. Schlafe ich doch lieber wieder im Stall. Hat der Peter Geschichten nicht mehr erzählt? Und du glaubst es einfach. Stimmt's denn, was er sagt? Die Leute reden gerne böses Zeug. Du musst selber entscheiden, ob du deinen eigenen Augen und Ohren traust oder dem Gewäsch der Leute. Großvater. Ich kenne mich halt aus da oben. Zeig dir, wo die Edelweiss wachsen. Peter? Hm? Morgen bin ich dann nicht mehr da. Der Grossvater bringt mich eben zum Pfarrer. Was? Ach, dann bin ich wieder allein mit diesen blöden Geissen. Siehst du nur? Grossvater? Ist der Stuhl für mich? Wer wäre denn sonst? Aber
Aber du bringst mich doch mal weg. Morgen gehst du wieder auf die Alp. Und dann am nächsten Tag auch wieder? Na ja. Und jetzt frag nicht so viel und gehen das Gesicht waschen. Danke, danke, danke. Wann komme ich denn nicht mehr? Warum? Muss ich zur Schule. Und dann kommst du wieder? Im Frühling, denk. Erst im Frühling. Mhm. Aber du kannst ja mal runterkommen. Großmutter würde sich freuen. Komm, iss. Allegra. Wande. Ui. Dann will er wissen, was er vorhat mit dem Meitali. Das ist nicht eure Sache. Spätestens in einem Jahr muss er in die Schule. Es muss gar nicht. Wir sind noch mal vernünftig. Jedes Kind muss lesen lernen. Ich bin der Gast nicht allein von der Alpabaco. Komm, Kind. Geh schon mal raus. Winter allein, da oben, bei den Alpen. Das Gehöfe braucht Spöhnli. Es ist alles, was es braucht. Es ist gegen das Gesetz. Eure Gesetze interessieren mich nicht. Fertig ist. Schön. Danke, Großvater. Wenn nur schon wieder fröhlich wäre. Thank you.
Wenn's dunkel wird, hol ich dich wieder ab. Grüß Gott, ist der Peter da? Der ist noch in der Schule. Aber komm rein. Mutter, wir haben Besuch. Die Heidi. Allegra. Kind, sie sieht nichts. Komm ein bisschen näher, Heidi. Hast du denn gar nichts gesehen, Großmutter? Mit den Augen gar nichts. Aber dafür mit den Händen. Heidi! Peter! Danke. Du verpasst nichts. Die Schule ist so langweilig. Das heißt, du nur, weil du immer noch nicht kannst lesen. Du kannst ja auch nicht. Und außerdem braucht man das blöde Lesen auf der Alp ja gar nicht. Jetzt ist. Du kannst meinen, Großmutter. Danke, Heidi. Aber es ist hart. Weißt du, ich habe ja fast keine Zähne mehr. Dann nehme ich's. Großmutter sieht nichts. Und sie kann kein hartes Brot beißen. Gell? Wir haben es gut, Großvater. Ich komme mit guten Nachrichten. Ich habe ein Plätzchen für die Heidi gefunden. Bei Bekannten von meinen Herrschaften in Frankfurt. Das ist eine angesehene Familie. Und die Heidi kann sogar mit dem jungen Fräulein Tochter in die Schule gehen. Das ist ein grosses Glück für sie. So, jetzt sagen Sie doch etwas. Wenn du fertig bist. Kannst wieder gehen. Aber ich will das Kind mitnehmen. Heidi, bleib da. Im Dörfli, sagt man, ihr lernt sie nicht in die Schule. Hm. Wegen eurer Sturheit lernt das Kind nicht einmal schreiben und lesen. Soll das arme Geschöpf da oben verwildern? Nächstes Mal kümmern Sie dich. Öhi, ich habe vorher keine andere Lösung gehabt. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wenn ihr sie nicht in die Schule lernt, dann nimmt man sie euch sowieso weg. Und dann kommt sie ins Heim. So, ich nehme sie heute mit. Und wenn nötig, hole ich Hilfe aus dem Dorf. Und wo ist das Kind eigentlich? Das Heidi gehört mir. Und das macht das zu Fokus. Fest vermisst. Du Bub, geh schon mal zurück zu deinen Geissen.
Ich muss mit dem Heidi reden. Komm. Sitz doch an. Hör mal, wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen grossen Haus zu wohnen? Cesimans, das sind sehr liebe Menschen in Frankfurt. Die suchen nämlich ein Gespönli für ihr Töchterli. Aber mir gefällt es hier. Aber das Mädchen in Frankfurt freut sich doch schon so auf dich. Ich würde lieber beim Grossvater bleiben. Aber Heidi, der Grossvater will doch auch, dass du mit mir kommst. Wirklich? Kind, wir wollen doch beide nur das Beste für dich. So, und jetzt komm, der Zug fährt schon bald. Aber ich muss doch noch Adi sagen. Wir haben keine Zeit mehr. Ist es denn weit weg? Nein, nein. Und was, wenn es mir nicht gefällt? Dann kannst du wieder heim. Versprochen. Wo ist Heidi? Lebt das Göfli noch? Heidi!
Guten Tag, die Damen. Guten Tag. Die Suppe, keine Scherzen. Willkommen, die Damen. Wir werden von Fräulein Rottenmeier, aber... Freuen Sie mich bitte. Leider hatte ich keine Zeit, sie umzuziehen. Wie heißt du? Heidi. Heidi? Das ist doch kein christlicher Name. Sie heißt Adelheid, wie ihre Mutter. Gott hab sie selig. Das Kind kommt mir sehr jung vor. Sie ist etwas klein für ihr Alter, ja. Ich bin 8. 8? Nein, nein, das geht gar nicht. Kommen Sie mit, Dete. Adelheid ist genau, was Herr Sesemann wollte. Ein unverdorbenes Schweizer Naturkind. Ich will jetzt haben, was verabredet wurde. Wie soll ich dich denn nennen? Heidi. Ich bin Clara. Hast du dich auf Frankfurt gefreut? Der Großvater und Tante Dete wollten, dass ich komme. Aber wenn es mir nicht gefällt, kann ich wieder gehen. So ein kurioses Mädchen wie du ist mir noch nie begegnet. Sind es Jungkleider? Das ist da praktisch auf der Alp. Vor allem beim Klettern. Ah, Klettern. Kannst du nicht laufen? Nein, leider nicht. Du musst immer in diesem Wagen sitzen. Ja. Du kannst mich ruhig schieben. Mir gefällt unser Haus. Es ist das Haus. Oh! Excuse me. Was ist passiert? Ich bin gegen das Möbelstück gefahren. Ich war unaufmerksam. Tut mir leid. Nun, es ist Zeit für das Abendbrot. Gehen wir zu Tisch. Ein wenig aus wie der Geist und Peter. Bitte? Adelheid? Die Bediensteten werden nicht geduzt. Wir essen hier mit Besteck. Man muss ihr ja die Urbegriffe beibringen. Entschuldigung. Eine Lumpe. Lumpe? Setz dich hin, Adelheid! Tinet! Silence. Kann ich 2 haben? Sebastian, kann er mir bitte 2 Brötchen reichen? Kann er mir 2 Brötchen geben? 2 Brötchen reichen.
zwei Brötchen reichen. Zwei Brötchen. Zwei Brötchen, bitte. In diesem Hause gibt es Regeln, Adelheid. Die Bediensteten sind mit Sie respektive er anzusprechen. Jegliche Konversation mit Ihnen ist unterlassen. Frühstück gibt es um 7.30 Uhr. Der Schulunterricht findet im Studierzimmer statt und beginnt um 8.15 Uhr. Um 12.30 Uhr wird zu Mittag gespeist. Am Nachmittag werden 2 Stunden geruht. Um 7 Uhr ist Nachtruhe. Es wird in diesem Hause weder gerannt, noch gehüpft oder gesprungen. Nur gegangen. Es wird auch niemals die Stimme erhoben. Fräulein Rottenmeier? Kannst du ihr doch nicht rumlaufen? Ich? Oui. Warst du auch denn nie oben in den Bergen? Doch. Ich habe gehört, bei euch dort Robin, gibt es Berggeister und Gnome? Hast du schon mal einen gesehen? Stillhalten! Und jetzt siehst du die an und wenn du fertig bist, kommst du auch. Das Buch bei Kapitel 1 auf und lesen Sie uns vor. Ich kann es nicht. Bitte? Ich kann nicht lesen. Aber gnädiges Fräulein wird doch wohl die Buchstaben kennen. Welcher Buchstabe ist dies? Das sieht aus wie ein Berg. Ja, es sieht aus wie ein Berg. Fräulein Clara, das ist nicht zum Lachen. Peter kann es auch nicht. Peter? Peter? Sie ist mein Freund. Peter hat gesagt, dass wir das auf der Art nicht brauchen. Nicht brauchen? Gnädiges Fräulein. Jeder Mensch kann und muss lesen lernen. Entschuldige mich bitte einen Moment. Ich kann das ABC nicht. Man hat uns eine komplett verwilderte und ungebildete Kreatur ins Haus gebracht. Vielleicht wäre es angebracht, das Schweizer Fräulein von einer separaten Lehrkraft unterrichten zu lassen.
Das würde Ihnen so gefallen. Es wird doch wohl nicht zu viel verlangt sein, dem Schweizer Kind neben Fräulein Claras Unterricht die Buchstaben beizubringen? Selbstverständlich nicht. Ich dachte nur, es wäre zum Wohle Claras. Sobald Herr Sesemann wieder hier ist, werde ich dafür sorgen, dass Adelheid dieses Haus wieder verlässt. Kann man dieses Fenster nicht aufmachen? Warum? Ich möchte schauen, ob man die Berge sieht. Fräulein Adelheid, würden Sie sich freundlicherweise wieder an Ihren Platz bewegen, damit wir mit dem dringend benötigten Unterricht fortfahren können? Fräulein Clara. Fräulein Adelheid, der Berg heißt A. A wie Adelheid. A. Genau. Schieb mich dort rüber, Heidi. Nicht so weit. Wir dürfen nicht bemerkt werden. Das wollte ich dir zeigen. Das bist du. Und meine Mama. Du stehst hier. Ja. Ich bin erst krank geworden, nachdem sie gestorben ist. Papa vermisst sie auch. Er ist ständig auf Reisen, wegen der Arbeit. Und ich muss immer in diesem Haus sein. Sie? Gütiger Gott, Mamsellchen dürfen sich nicht so anschleichen. Entschuldigung. Es ist doch Mittagsruhe, Fräulein Adelheid. Ich kann aber nicht schlafen. Sie sollen auch nicht schlafen, sondern nur ruhen. Nun, wie kann ich dem Mamsellchen denn zu Diensten sein? Weiß er, wie das Fenster aufgeht? Welches? Bitte, Mamsellchen. Gottes Willen, nicht weit raus. Das sind ja gar keine Berge. Tja, von hier oben kann man keine Berge sehen, aber schau, von dem Turm sieht man viel weiter. Aber jetzt muss ich das Fenster wieder schließen und das Mamsellchen geht auf ihr Zimmer. Sonst gibt's Ärger. Danke und adia. Adia. Wir müssen aber zurück sein, bevor die Mittagsruhe um ist. Ja, ja.
kommst du hoch. Mach dir keine Gedanken. Los, beeil dich. Ich hoffe, das gnädige Fräulein hat wohl geruht. Gnädiges Fräulein? Ich hab etwas, das dem Fräulein schon bestimmt gefallen hat. Wenn sie ein paar Pfennige hätten. Was stehen Sie herum? Suchen Sie sie! Gnädiges Fräulein! Adelheid! Ich kann sie noch ganz finden. Die Haustür stand offen. Und? Vielleicht sind Sie raus. Raus? Wie raus? Woher wollen Sie raus? Nun, ich denke, man sollte sie auch draußen suchen. Um Gottes Willen. Finden Sie die Kinder, Sebastian. Fräulein Clara? Finden Sie sie! Aber wo sind denn Berge? Heidi, wie war's? Schau! Wir sind ja herzig. Wir müssen gehen. Dafür Sachen, die da. So, jetzt ganz schnell nach Hause. Hm? Wo in aller Welt waren Sie? Ach, nicht weit. Sie wollten nur. An die frische Luft? Genau. Du hast Clara aus diesem Haus entführt. Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Was? Was hättest du ihrem Vater erzählt, wenn ihr etwas zugestoßen wäre? Und deine Sherpa hast du auch voll. Um Gottes Willen. Diese Viecher müssen sofort weg. Nein. Sebastian. Bitte, können wir sie nicht behalten? Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht atmen. Das Fell. Oh Gott. Hinweg. Hinweg mit den Viechern. Beeilen Sie sich. Schnell. Ich kümmere mich um die. Ich kann nicht atmen. Tierchen. Aus dem Haus. Oh mein Gott, sie kommt! Beeilen Sie sich schnell! Sebastian! Ich sehe, sie greift an! Sie attackiert mich! Nein. Adelheid bekommt heute kein Abendbrot. Aber das ist. Fräulein Sesemann, Erziehungsangelegenheiten sind Sache der Erwachsenen. Stell dich dorthin. Mit dem Gesicht zur Wand.
mit dem Gesicht zur Wand. Mit dem Gesicht zur Wand, habe ich gesagt. Das nächste Mal sperre ich dich in den Keller zu den Ratten. Ich muss jetzt wieder heim. Bitte. Was? Heidi! Ich muss halt. Aber was? Adelheid. Warum? Heidi! Bleib sofort stehen! Bleib stehen, hab ich gesagt! Heidi! Was fällt dir ein? Dete hat gesagt, ich kann gehen, wenn ich will. So, so hat sie das. Dann hat sie dich angelogen. Du kannst keineswegs nach Hause. Weißt du denn nicht, was du für ein Glück hast? Ich wäre gerne in so einem Haus aufgewachsen. Was wolltest du denn mit diesen Brötchen? Die sind für die Großmutter. Du dummes Kind. Lass die Brötchen liegen. Heidi, was machst du denn? Jetzt sieh nur, was du dem Fräulein antust. Jetzt geh auf dein Zimmer. Sofort. Tinette? Wo ist Clara? Elle est malade. Krank. Wegen dir. Da haben wir ja unsere kleine Schweizerin. Keine Angst, ich bin nur der Herr Doktor. Grüezi. 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 Ist Clara krank? Na, dem Fräulein geht's schon wieder besser. Ich glaube, die freut sich, dich zu sehen. Auf Wiedersehen. Adieu. Bin ich denn so schrecklich, dass du nicht bleiben willst? Nein, das ist es doch nicht. Ich hab doch nur dich, Heidi. Wir können das auch zusammen schön haben, nicht?
N. Das müsste nun aber doch langsam schon etwas schneller gehen. Q. Sieht aus wie ein Brötchen. Genau. Kein T-T-Brötchen, kein K-Krötchen, sondern ein B-B-Brötchen. Und es fängt an mit einem B. Was ist denn los mit Ihnen? Wie können Sie das denn schon wieder vergessen haben? Aber schön hier rausgeputzt, gnädiges Fräulein. Ich habe mich keineswegs herausgeputzt. Was fällt Ihnen ein? Willkommen zu Hause, gnädiger Herr. Sebastian? Mein Lieber. Schön, Sie wieder hier zu wissen, Frau Sesemann. Papa! Clara, mein Kind. Mein liebes Kind. Papa, wie schön. Ah, und das ist also unsere Adelheid. Guten Tag. Ich habe eine Überraschung für euch. Clara, mein süßes, süßes Mädchen. Ich bin zwar nur auf der Durchreise, aber ich musste dich einfach sehen. Lass dich anschauen. Gut siehst du aus. Und? Guten Tag, Frau Gnädige. Gnädige Frau. Ach, Pappelapapp. Nenn mich einfach Großmama. Es war richtig für Clara, eine Freundin zu suchen. Sie wirkt positiv verändert, so munter. Ich muss leider mit meinem Bericht die Freude etwas trüben. Adelheid zeigt meiner Meinung nach Anzeichen von... Ich kann es leider nicht anders sagen. Verstandesgestörtheit. Verstandesgestörtheit? Wie meinen Sie das? Adelheid kann noch immer nicht lesen. Sie erkennt noch nicht einmal die Buchstaben, obwohl sich der Herr Kandidat alle erdenkliche Mühe gibt. Der Unterricht des Fräulein Clares ist dadurch empfindlich gestört. Außerdem legt sie ein unmögliches, geradezu verrücktes Verhalten an den Tag. Nun, ich werde mir meinen eigenen Eindruck verschaffen. Und dann sehen wir weiter. Als der junge Hirte an jenem Abend seine Schafe zählte, musste er jedoch feststellen, dass das Kleinste fehlte. Wo konnte es nur sein? Draußen begann es zu schneien und ein eisiger Wind blies. Das ist dem Peter und mir auch mal passiert. Wir haben eine Geiß verloren. Oh, und habt ihr sie gefunden? Ja, zum Glück. Da, wo du herkommst, hm? Das ist sicher sehr anders, hm? Nicht? Wie geht denn die Geschichte weiter? Bitte. Es wurde immer dunkler und die Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Aber ganz plötzlich hörte ganz leise ein Schäflein rufen. So, und hier höre ich jetzt auf. Aber das Schäflein, findet er es denn? Das kannst du gleich selber lesen. Aber ich kann es nicht. Ja, warum denn nicht? Peter sagt, man muss es nicht können. So, der Peter.
Aber man muss nicht immer glauben, was andere Leute sagen. Wenn du jetzt lesen könntest, dann wüsstest du, wie die Geschichte weitergeht. Und du magst doch Geschichten, nicht? Ja. Na denn? Ich lass dir das Buch da. Heidi ist ein liebes und außerordentlich empfindsames Kind. Ich bin sicher, dass sie mit etwas Zuwendung lesen lernen wird. Na Gott sei Dank. Ich habe aber den Eindruck, dass es ihr nicht gut geht. Aber ihr fehlt es doch an nichts. Es ist etwas Seelisches. Ich glaube, das Leben in diesem Haus widerspricht ihrem Wesen. Clara ist so fröhlich wie noch nie seit damals. Ach, und du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du Clara alleine lässt. Pappalapapp. Hallo? Tine! Was machen Sie da? Was halten Sie da in der Hand? Ein Geist. Hören Sie nicht. Lenken Sie nicht ab. Es gibt keine Geister. Doch, doch, hören Sie. Und es wurde nichts gestohlen. Ich habe das selber persönlich dreimal durchgezählt. Und ich habe die Tür abgeschlossen. Ich schwöre, es war ein Geist. Ganz bestimmt. Bei der Patinette, das ist doch dummes Zeug. Sebastian, Sie sind doch ein vernünftiger Mann. Sie müssen doch eine Erklärung haben. Nun, ich muss durchaus zugeben, wenn der Herr mich fragt, man kann durchaus davon sprechen, dass Dinge passieren, die nicht, also, die etwas, wie soll ich sagen, übersinnlich anmuten. Übersinnlich? So, so. Nun, ich werde diesem Spuk ein Ende setzen. Und bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass die Kinder davon nichts mitbekommen. Gute Nacht. Zu Bett. Bonne nuit.
im Tal, da floss ein kleiner Bach dahin. Und im klaren Wasser konnte man die Forellen sehen. Ja, Heidi, ich wusste, dass du es kannst. Ich wusste es. Formidable. Na, wer sagt's denn? Die Fische glitzerten silbern und sprangen lustig umher. Hier an diesem lieblichen Ort wollte der Hirte rasten und sein Mittagsmahl einnehmen. Ja, sie kann es. Ich freue mich so, Großmama. Bravo, bravo, Heidi. Nun, pädagogisches Geschick und Geduld, das hat noch jedes Kind zum Lesen gebracht. Heidi, das freut mich außerordentlich. Unsere kleinen Schweizerin scheint es doch bei uns ganz gut zu gehen. Und deswegen soll sie auch bei uns bleiben. Für immer? Ja. Ja, mein Kind, für immer. Wie lange kannst du bleiben, lieber Freund? Ich fahre, sobald dieser Spuk geklärt ist. Ich hoffe, den Geist ja heute Nacht zu Gesicht zu bekommen. Das wäre mein erster. Garde. Kind! Was um alles in der Welt tust du hier? Nicht anfassen! Schlafwandel, den darf er nicht aufwecken. Ganz kalt. Sei so gut, find mir eine weitere Decke. Was in aller Welt? Lass mich mal bitte mit ihr allein. Keine Angst, kleine Heidi.
Ich bin's, der Doktor. Hast du denn etwas geträumt? Vom Großvater. Tut dir irgendwas weh? Nein, nur hier. Da drückt's. Warum hast du denn diese vielen, vielen Brötchen gesammelt, mein liebes Kind? Die sind für die Großmutter. Sie kann ja kein hartes Brot mehr essen. Du vermisst wohl dein Zuhause, meine kleine Heidi, hm? Na. Wird alles gut. Heimweh, sagst du? Maladie, Swiss. Es ist nervlich stark angegriffen und sie muss unverzüglich nach Hause geschickt werden. Das geht nicht. Das muss gehen. Das kann ich Clara nicht antun. Also bitte, tu, was du tun kannst, ja? Du kennst meine Empfehlung. Ich habe nichts gesagt. Bitte erzähl mir alles, Papa. Bitte. Clara, der Geist war unsere kleine Heidi. Heidi? Sie schlafwandelt, weil sie seelisch leidet. Aber was fehlt dir denn? Ihr Zuhause. Deswegen, liebes Kind, kann Heidi nicht hierbleiben. Aber das geht nicht. Das darfst du nicht. Bitte, bitte nicht. Was soll ich denn ohne Heidi? Es muss leider sein. Heidis Krankheit heilt nur, wenn sie... Aber ich will, dass sie hier bleibt! Clara. Ich bin auch krank und ganz alleine! Du vergisst dich! Ich möchte, dass du dich sofort beruhigst! Geh nur! Geh nicht zu den Öhin und Peter! Geht doch alle! Tinette, bring mich sofort in mein Zimmer! Adelheid? Sebastian wird dich heute zurück in die Schweiz bringen. Ihr nehmt den Zug am Mittag. Tinette wird dir beim Packen helfen. Raus jetzt zum Großvater. Mhm. Und Clara? Clara? Clara, bitte mach auf. Können Sie denn der Clara geben? Mhm. Sie muss mich unbedingt besuchen kommen. Bitte. Wir werden sehen.
Nun kehrt endlich Ruhe ein. Heidi. Meine kleine Heidi. Geht das hin? Dort oben leben Menschen. Diese Berge. Das ist ja bedrückend. Mir eine große Ehre, wertes Fräulein. Passen Sie gut auf das Kind auf. Okay. Aria? Was ist da drinnen? Arzap. Das ist für die Großmutter. Ganz viele reiche Brötchen. Schön, dass du da bist, Heidi. Und eine grosse Wurst für dich, Peter. Grazie. Liebe Clara, das Dörfli ist jetzt dick eingeschneit. Alles ist weiß und glitzert vom frisch gefallenen Schnee. Großvater und ich sind ins Dorf gezogen, damit ich zur Schule gehen kann. In der Schule sitzen auf einer Seite die Buben und auf der anderen Seite die Mädchen. Unser Pfarrer ist viel strenger als der Kandidat. Manchmal gibt es sogar Kopfnüsse. Und der arme Peter wird immer bestraft, weil er immer zu spät kommt. So,
Erzähl schon mal, was der Werder wird, wenn du groß bist. Geißenhirt. Büri. Büri. Hufschmied. Wie mein Vater. Schmied? Ich will Geschichte schreiben. Ja, so. Was ist das da für ein Buchstabe? Ah, ein D. Ich versuche fast jeden Tag nach der Schule, dem armen Peter das Lesen beizubringen. Oh, Peter, das hast du doch gestern schon gehabt. Aber es will nicht so recht gelingen. Clara, ich vermisse dich sehr und denke jeden Tag an dich. Bitte schreibe mir. Mein allergrößter Traum ist es, dass du mich besuchen kommst. Deine Heidi. Ich habe mich nicht mehr verabschiedet. Das ist Clara. Peter! Peter, Peter, schau! Peter, schau, das ist Clara! Clara, meine liebste Freundin! Clara! Clara! Oh, Heidi, ich hab dich so vermisst. Ich dachte, das ist für euch. Großmama! Heidi! Wissen Sie, Clara ging es so schlecht. Da habe ich beschlossen, sie hierher zu bringen. Meinen Sie, sie könnte ein paar Tage hier oben bleiben? Selbstverständlich gegen ein Entgelt. Clara ist unser Gast. Ja. Ja. Heidi, du musst mir beim Anziehen helfen. Die brauchst du nicht. Heidi! Das alles auch nicht. Schau, ich brauche sie auch nicht. So habe ich sie mir vorgestellt. Peter, komm!
das ist Clara. Clara, das ist Peter. Hallo, ich habe so viel von dir gehört. Und schmeckt? Nein. Ach, warum denn? Lass uns doch mitgehen. Wie soll das denn gehen? Du kannst ja nicht einmal laufen. Peter! Also komm, gehen wir. Ila und Clara nicht allein. Los! Peter! Hey, beruhigt sich denn schon wieder. Na dann! Hopp! Heidi, wie gerne würde ich da hochgehen mit euch? Das wünschen. Ich wünsche mir das. Nein! Darf ich es nicht sagen? Wo ist der Rollstuhl? Heidi, wo ist er? Da ist er nicht. Da auch nicht. Er kann doch nicht weg sein. Großvater, er ist nie einer. Was? Er ist weg? Das kann nicht sein. Bitte, Heidi, hast du überall geschaut? Jetzt muss ich den ganzen Tag hier sitzen und kann nichts mehr machen. Dem Großvater fällt bestimmt das ein. Margrethe, bist du gehört? Really?
Hurt. Ich weiß, was du gemacht hast, Kaisergeneral. Bist wahrscheinlich gestraft genug mit dem schlechten Gewissen. Und jetzt passt es auf die Mädchen auf, die dir morgen wiederkommen. Hast du dich verstanden? Ich hol den Peter. Mach das. Komm, Führer. Wollt nicht. Dann halt. Der kommt dann schon. Spätestens, wenn es Essen gibt. Sie sind wunderschön. Heidi, es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Siehst du? Und jetzt bist du hier. Weißt du was? Ich hol dir Blaubeeren. Grüß Gott. Ich bin gekommen, um meine Tochter abzuholen. Grüß Gott. Hey. Allegra. Mutter, wie konntest du Clara an einen solchen Ort bringen? Schau dir das an! Das ist doch kein Ort für ein krankes Mädchen! Diese Hütte, diese Felsbrocken überall! Sie müssen meinen Sohn entschuldigen. Ich möchte jetzt bitte sofort meine Tochter sehen. Wo ist sie? Clara. Aber... Papa! Verzeih mir bitte. Du läufst. Das ist ein Geschenk für dich, mein liebes Kind. Danke, Großmama.
steht nichts drin. Weil du es selber vollschreiben wirst. Was ist denn, Kind? Alle haben mich ausgelacht. Warum denn? Weil ich Geschichten schreiben will. So, so. Die wissen es eben nicht so gut, Heidi, weil sie nur ihr kleines Dorf hier kennen. Aber du hast schon mehr gesehen von der Welt. Hm? Wenn dir etwas Freude macht im Leben, dann musst du es einfach tun. Egal, was die Leute reden. Hm? Schön, dass du da warst. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Öhi! Heidi! Wiedersehen! Adea!